Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Spintheist. In der letzten Folge sind wir hier ja so, sagen wir mal, unglücklich gelandet. Sind wir ja mit dem Holztrailer hier umgekippt. Deswegen dachte ich mir, komm, wir holen uns jetzt mal hier, nein, wo ging das noch? Wo ist Karte? Da ist Karte. Wir holen uns jetzt mal richtig Unterstützung hier. Und jetzt wird sich hier erstmal große Geräte angeschafft. Weil, das kann ja nicht weitergehen. Wenn meine Geräte da stecken bleiben, das geht doch nicht. Deswegen hole ich mir jetzt mal was Gescheites, was richtig ist. Wenn wir das erstmal haben, ne? Dann, heilige Scheiße, das wird nicht. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Und glaubt mir, das wird schwer genug. Weil hier einfach schon der ganze Boden komplett umgegraben ist. Komm ich wieder rüber. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich da rüber. Tage her. Muss ich mich immer wieder gewöhnen. So, jetzt machen wir hier mal los. Wo hängt er denn bitte? Ja, das ist ein russischer Offroad, der hält das aus. Der schafft das. Und bleibt an so einem kleinen Bäumchen hängen. Aber wir holen uns jetzt was. Das aus dem kleinen Bäumchen was macht, dass wir nie wieder denken wirst, dass das ein kleines Bäumchen war. Nur zu, vielleicht wissen schon einige, was ich gerade holen will. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall episch, kann ich euch sagen. Sehr episch. Ich finde, es ähnelt einer Spinne. Warum es einer Spinne ähnelt, das ist jetzt, ne, wegen der Anatomie einer Spinne. Die Spinne hat 8 Beine. Was hat wohl das Auto? Was hat dann wohl der LKW? Ah, jetzt dürfte es schon eindeutig gewesen sein. Aber für die, die es noch nicht verstanden haben, ihr werdet es gleich sehen. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen, wenn ich überhaupt durchkomme. Oh, was hat natürlich das Fahrzeug? Schaut ja raus. Nein, nein, nein. Gut, was soll ich sagen? Ach. Die Werkstatt haben wir ja schon frei. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, das erspart uns eine Menge Arbeit. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das erspart uns sehr viel Arbeit.
Aber ich hab gleich... Oh, gleich kommt wieder der Kampf mit dem Holz. Haben wir das nochmal aufgeladen bekommen? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe es ja. Fahren wir mal in diese Richtung weiter. Allrad und Differentialsperre können wir jetzt eigentlich ausprobieren. Und man sollte ja immer mit diesem eigentlich ausprobieren. Ja? Kommt ja alles nie so, wie man sie das kennt. War das hier? Nicht sicher. Oh, nee, hier war's nicht. Dann ist das noch ein Stück weiter. Die Augen aufmalen. Nicht, dass ich dran vorbeifahre. Da ist es. So, hier haben wir doch schon mal diesen wunderschönen Orangen. Und ohne zu gucken, versuche ich jetzt dahin zu fahren. Damit ich es nicht kaputt mache. Die Überraschung. Wollt ihr ihn sehen? Ja, wollt ihr ihn bestimmt sehen, oder? Dam, dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da, dam. Da ist er. Ist der nicht großartig? Komm, ihr müsst das zugeben. So. Fahrzeug wechseln. Der ist leider leer. Aber guckt euch dieses Biest mal an. Aber riesig. Den müssen wir jetzt einmal, da war es nicht, zurücksetzen. Zu dieser Werkstatt. So. Hey, das Ding ist so riesig. Heide Witzke. Ab. Holz auffliege dran. Den langen Holzanhänger. Ich will das jetzt natürlich schaffen. Dann. Das können wir schon mal machen. Motor abstellen, damit wir einmal zu dem C-Typen 255 gehen können. Den retten wir jetzt mal. Zu der okay, ja. Die Werkstatt. Damit auch beim anderen nicht so viel Platz verloren geht. Weg. Jetzt nehmen wir den D-Typen und beladen den erstmal. Boah, der ist so riesig für sein 8-3, ja. Das ist echt unglaublich. Und der kämpft sich ja einfach nur durch. Als ob ich wäre. Hey! Komm, wir fahren ein bisschen durch den Schlamm. Hör, welcher Schlamm denn? Ich sehe keinen Schlamm. Nee, ich fahre einfach durch. Stecken bleiben habe ich auch nicht nötig. Ich meine das halt. Ja. Ich habe gerade eine böse Idee. Wir könnten das
Unglaubliche machen.